Ich habe, das weiß ich noch genau, das war auch als Kind, das war auch in Berlin, Heldenkarten gesammelt. Da gab es von verdienstvollen Soldaten, also Ritterkreuzträger, Träger des Eisernen Kreuzes, Fotokarten. Ne? Also richtig wie heute Schauspieler- und Filmschauspielerkarten oder so. Ne? Und da hatte ich eine große Sammlung und war da auch immer ganz stolz. Und auch mein Vater hat wenn mir von irgendwoher, die gab es ja überall zu kaufen oder so, mitgebracht. Ne? Dann habe ich natürlich Schreiben und Lesen gelernt. Ne? Und meine ersten Leseübungen waren natürlich Plakate, die überall hingen. Ne? Das war große Plakate, Deutsche kauft nicht bei Juden. Das war Plakat, du bist ein Deutscher, dein Gruß sei Heil Hitler. Oder Plakat, Werbeplakat, es gibt nur ein Persil. Das war für mich aber so, dass man, wenn man jetzt in den Laden ging und Persil haben wollte, kriegt man maximal eine Packung. Das dachte ich, würde dieses Plakat signalisieren. Ne? Oder Führerbefehl, wir folgen dir. Habe ich ganz plastisch vor mir. Das wurde dann später übermalt, Führerbefehl, wir tragen die Folgen. Ne? Und so. Telefonhäuschen, große Plakate, Vorsicht bei Gesprächen, Feind hört mit. Und so wurde man daher wirklich suggestiv gepflastert mit allen möglichen Parolen. Ne? Das war allgegenwärtig, ja. Das war wirklich allgegenwärtig, ja. Und dann kam als in Amelit die Amerikaner einmarschierten, als die Panzer am Waldrand und auf das Dorf zufuhren, da habe ich diese ganze Sammlung von Heldenpostkarten genommen und in die Heizung geschmissen und verbrannt. Ne? Schmerzvoll. Und wer auf diesen Heldenkarten drauf, wissen Sie das noch? 20 feindliche Flugzeuge abgeschossen. Und wer darauf war? Mhm. Mölders, Galland, das waren alles so Panzeroffiziere. Mölders und Galland waren große Vorbilder. Und die waren dann aus dem Ersten oder aus dem Zweiten Weltkrieg? Dann? Das war Zweiter Weltkrieg. Ne? Da wurde das ja eigentlich ab Kriegsbeginn wurde das ja forciert auch. Ne? Das mussten Helden damit. Der Heldentod, der nun dann überall seine Breschen schlug, auch akzeptiert wurde, nicht mehr oder weniger.